Der namenlose Magier hatte zuletzt gegen einen Charzed gekämpft und ist vor einem Rak-Emesh geflohen, der dann in die Lava gekracht ist. Und durch einige Horrorventilatoren ging es dann hier an diese Stelle und das ist der nächste Rätselraum. Und ich muss versuchen, mich daran zu erinnern, wie das eigentlich ging. Das hier sind Feuerrunenschalter, soweit so einfach. Und ich bin mir nicht sicher, ob man das da oben braucht. Atulagni. 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 Und Atulagni. Udanotem. Geht auf. Geht auf und bleibt auf. Es kann sein, dass man das in der richtigen Reihenfolge machen muss. Also zuerst hier die Rune drauf, dann da und dann da hinten die letzte. Weil in der Reihenfolge, in der man die Runen setzt, explodieren sie ja auch. Das heißt, es gibt so einen kleinen Zeitversatz zwischen diesen beiden Explosionen und ja, zwischen jeder Explosion. Und wenn man das jetzt andersrum gemacht hätte, hätte es sein können, dass das nicht funktioniert. Also auf keinen Fall muss man auf die da drei Feuerdinger drauf machen und auf die zwei und so, das ist nicht notwendig. Ich glaube, es kommt nur auf die Reihenfolge an. Und dann ist er hier. Der nächste Rätselraum und die Luft ist staubig. Und hier gibt es blaues Licht. Sylvester Stallone in der Rolle des Rambo würde sich freuen. Was ist das? Es ist blaues Licht. Was tut es? Es leuchtet blau. Und hier ist ein tiefgekühlter Raum. Mal wieder. Und hier gibt es einiges zu tun. Ich überlege gerade, ob ich das jetzt schon jetzt erklären soll oder später. Ich muss mal gerade was nachschauen. Es gibt nämlich hier für diesen Raum eine ganz, ganz dreckige Lösung, die ich damals so gespielt hatte. Ja, die Lücke hier existiert immer noch. Namet Atul. Ah ja. Also man kann immer noch die ganz schmutzige Lösung machen und hier massiv abkürzen. Die ganz schmutzige Lösung besteht darin, dass man hier diesen Feuerknopf dadurch aktiviert, dass man hier einfach eine Feuerrune drauf knallt, so wie ich das gerade machen könnte, weil ich davor stehe. Und das kann ich deswegen machen, weil ich mich hier hinten durch diesen Schlitz teleportiert habe, der da eigentlich nicht hingehört, weil eigentlich muss man das hier ganz anders machen. Also, die einfache, dreckige Lösung ist, hier reinlaufen, hier hochteleportieren, wie ich gerade, und dann das Ding da aktivieren und dann fällt da unten dieser Würfel runter und den Würfel braucht man. Aber man kann das alles auch auf die richtige Variante machen und die zeige ich mal. Namet Atul. Nee, meine ich. Weil ich noch kurz hier oben was zeigen möchte. Hier oben gibt es so Zwischenwände. Und es gibt irrgartenartig hier so, ja, einen Weg, wo es keine Zwischenwände gibt. Und der Weg endet nicht zufällig hier über diesem Loch. Oh, hier komme ich gar nicht. Ach, hier ist eine unsichtbare Wand. Da schau her. Also über diesem Loch, das hier ist wichtig, an der Wand dasjenige. Dann gibt es hier diesen einen Weg. Und der Weg hier durch diesen Irrgarten an Gitterwänden, der entspricht Namet Atul. Der entspricht dieser schwarzen Schiene hier auf dem Boden. Das ist wichtig zu wissen, weil man da später hier unten lang laufen muss. Und die Schiene hilft einem ganz gewaltig. Also ich laufe jetzt gerade hier mal so ab. Die Schiene ist gemeint, also nicht die da hinten, sondern richtig diese eine lange hier. Und kann man das hier eigentlich wegtauen? Agni Munio. Gehst du weg von dem Feuer? Nee, das würde schon einsetzen. Okay, also der bleibt. Man muss dann diesen Fels, nein, diesen Eisblock umgehen. Und das hier, das ist das Loch an der Wand, wo ich oben gerade war. Und das da ist kein gutes Loch und das da ist auch kein gutes Loch. Und die anderen auch alle nicht. Also wofür man diese Löcher braucht, das sehen wir dann später. Außerdem gibt es hier so ein paar Zahlen, die werden auch noch wichtig nachher. Und es gibt hier einen Edelstein. Obe Kenu. Klasse. Obe Kenu. Den nehme ich gleich mal mit, weil, ja, weil er mir aus der Hand fällt. Obe Kenu. Ist es denn wahr? Udanotem.
Obey Kenu. Den nehme ich gleich mal ordentlich mit, ohne ihn in die Luft zu sprengen und ohne ihn zu verlieren. Und auch ohne mich über ihn drüber zu teleportieren. Und den nehme ich mit hier in diesen Raum. Ja, genau, in diesen Raum. Und da gibt es ja verschiedene Fassungen. Links und rechts zwei, also vier leere Fassungen. Namet Ecto. Und da packe ich mal den in irgendeine rein. Es ist völlig egal, in welche. So, das hört sich richtig an. Ich brauche noch drei weitere Edelsteine. Da hinten liegt einer. Obey Kenu. Namet Ecto. Hallo? Danke. Das war Nummer 2. Oh, ich darf ja nicht in diese Brühe reintorkeln. Ich glaube, das ist eine ganz blöde Idee. Da ist der nächste. Obey Kenu. Und Namet Ecto. So. Der vierte fehlt und noch ein Tipp. Wenn man hier in diesen Raum reingeht mit diesen blauen Kreisen, dann vorsichtig sein, weil irgendwann taucht hier ein Charset auf. Dann gehen natürlich auch die Türen zu. Wäre ja sonst so einfach. Und gegen den muss man dann kämpfen. Ich glaube, der geht... Nee, der entsteht hier, wenn man den vierten Kristall hat. Also nur im Hinterkopf behalten, immer wenn man hier durchläuft, könnte es sein, dass dieser Charset kommt. Ich glaube, der kommt aber erst, wenn man irgendeine bestimmte Stelle erreicht hat. Und dann muss man den genauso killen wie den anderen Charset im letzten Video. Und jetzt geht es aber erstmal darum, den vierten Edelstein zu besorgen. Das geht so. Ach, wie geht das? Jetzt muss ich mich gerade sammeln. Es gibt hier unten irgendwie eine Möglichkeit, einen Edelstein zu erzeugen. Aber wie war das? Oh. Gedächtnis. Dein Name ist nicht Gewehr. Ach so, hier. Tjal-Uda. Genau. Durch das Wort der Herrschaft entsteht da unten so eine Edelsteinform. Und mit Ektolume. Licht auf diesen Punkt. Kommt ein Laser und materialisiert diesen Edelstein. So weit, so gut. Jetzt liegt er da unten, wo er gerade mal gar nichts nutzt. Und wenn er in diese grüne Brühe reinfällt, dann ist er weg. Man kann sich natürlich jederzeit einen neuen machen, aber wäre ja schade drum. Wie bekommt man den jetzt da raus? Das ist nicht so einfach. Zuerst mal hier, diese Schiebetür. Ich mach die mal gerade auf. Wo ist denn hier? Da. Atulagni. Udanotem. Die geht ein Stück weit auf. Und schnell wieder zu. Und das ist doof, weil zum einen geht sie nicht weit genug auf, damit man den Edelstein greifen kann. Zum anderen geht sie zu schnell wieder zu. Man kann aber die einfrieren, dann bewegt sie sich langsamer. Also. Atulagni. Zuerst hier einfrieren, dann den Schalter explodieren lassen. Dann geht das Ding hier langsam auf. Und dann greife ich mit Telekinese. Ruhe hier. Mit Telekinese den Edelstein, aber ich kann ihn nicht durch diese Klappe bringen. Dazu ist die Klappe zu schmal. Ich greife ihn aber und laufe dann mit ihm hier lang. Und wenn ich ihn habe, dann erzähle ich, wie es weitergeht. Erstmal das schaffen. Ibon Ecto. Einfrieren. Udanotem. Obey Kenu. So. Da ist der Edelstein. Jetzt laufe ich mit ihm unter die andere Klappe hier. Und dort muss ich ihn in der Luft dann hinstellen. Aber nicht so, dass seine Spitze oder irgendwelche anderen Teile von ihm
diese Platte hier oben berühren, sondern er muss frei in der Luft schweben. Also zum Beispiel wahrscheinlich so. Opun Obey. Ich nehme an, er schwebt jetzt frei in der Luft, jawohl. Jetzt hier das gleiche Spiel. Diese Klappe schiebt sich nach links, aber auch sehr, sehr schnell. Also das gleiche Spiel. Hier, Atulagni. Ibo und Ecto. Udanotem. Ibo und Ecto. Jetzt die gute Klappe da nochmal festfrieren. Obey Kenu. Und raus mit dem guten Stück. Und Namet Ecto. Na? So. Damit hätte ich alle vier Edelsteine und ich guck mal gerade, ob der Charzed kommt. Ne, noch nicht. Gibt es hier eigentlich irgendwo einen Speicherpunkt? Ja, hier, okay. Ich nehme den mal gerade. Und dann weiter. Jetzt habe ich für vier Edelsteine gesorgt in den Fassungen und kann jetzt diese Edelsteine einfärben. Das Ziel ist es, dass hier auf diesen Punkt rotes Licht draufkommt und da auf diesen Punkt grünes Licht. Und zwar... Wie aktiviert man das eigentlich? Oh, gute Frage. Also grünes Licht ist auf jeden Fall... Ectolume. Einmal blau und einmal gelb. Aber wo? Ach, hier oben. Genau. Ich muss hier dran strahlen an diesen Edelstein. Dann fliegt das Licht hier irgendwo durch diese beiden Edelsteine, wird dadurch grün und kommt dann da drauf. Und hier muss ich rot herstellen. Und rot macht man, glaube ich, aus Ectolume. Diesem Violett und einem Gelb. Okay. Jetzt mal checken, ob das stimmt. Jawohl. Perfekt. Jetzt kommt hier die Säule hoch. Und da hinten geht die Klappe hoch. Und ich glaube, das bleibt auch so. Ja. Was macht dieses Ding da eigentlich? Ectolume. Ach. Ah, das macht hier den Keller auf. Ja, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig. Okay, jetzt mal checken, ob der Charzed jetzt kommt. Ja, er ist da. Achtung. Munion Armee. Du kriegst mich nicht. Obekenu. Obekenu. So, blau ist gut, rot ist schlecht. Atulagni. Udanotem. Obekenu. Obekenu. Ah, nein! Mist. Munioname. Obekenu. Weg mit dir. Oh, der ist irgendwie stärker als der andere. Ha! Das gibt's doch gar nicht. Munion Armee.
Irgendwie bin ich gleich tot. Obey Kenu. Atulagni. Udanotem. Udanotem. Munyuname. Atulekto. Munyuname. Atulekto. Oh. Schreck lass nach. Dessen Telekinese-Kugeln waren irgendwie sehr viel rutschiger als die vom ersten Charset. Eieiei. Jetzt aber schnell mal auf diesen Heilpott da hinten. Agni Munio. Oh Mann, noch einmal und ich wäre sowas von mausetot gewesen. So, erstmal das Feuer weggehen lassen. Ich weiß nicht, ob mir das was tut. Ich will es nicht herausfinden. Nicht jetzt. Geh weg. Wasser brennt so schlecht. Jägermide. Eine Wohltat. Und ich werde nochmal speichern. Gut, gut. Dann geht's weiter. Hier ist jetzt so eine Klappe aufgegangen. Darunter ist ein blauer Mechanismus. Der braucht blaues Licht. Von dem es hier eigentlich genug gibt, aber natürlich nicht auf diesem Punkt. Und ich war gerade hier drin, genau. Was ist als nächstes zu tun? Als nächstes muss man... in den Keller. Ach so, erstmal noch was zeigen. Hier in diesem Eisraum gibt es diese Zahlen auf dem Boden. Und ich stelle mich mal auf die 1. Von der 1 aus gesehen ist rechts die 2, links die 3 und dann da natürlich die 4. Rechts 2, links 3. Wichtig. Jetzt geht's wieder zurück und da in den Keller. Ist das richtig? Ah, ich hoffe es. Namet Atul. Lumetial. 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 Danke. Jetzt hier erstmal erkunden. Hier ist so eine Feuerrune. Da auch. Da auch. Und da auch. Und genau die muss man in der richtigen Reihenfolge explodieren lassen, damit sie hier das Gitter aufmachen. Das ist das Ziel. Und ich stelle mich vom Eingang aus. Hier ist der Eingang. 1, 2. An die dritte. Und dann habe ich mir ja gerade gemerkt. Rechts ist die 2. Links ist die 3. Das ist die 1. Und dann ist logischerweise da hinten die 4. Also. Atulagni. Rechts ist die 2. Atulagni. Links ist die 3. Atulagni. Und dann ist das hier vorne die 4. Atulagni. Mal schauen, ob das stimmt. Udanotem. Jawohl, stimmt. So. Jetzt kann man hier ein Wort der Herrschaft aussprechen. Wenn man das macht, dann entsteht hier so ein Eisball. Der Eisball hat die unangenehme Eigenschaft, dass er schmilzt, sobald er entsteht. Mit dem Eisball muss man aber was machen. Man muss auf den Eisball eine Feuerrune draufhauen und dann muss man den Eisball nehmen, mit ihm, also telekineseartig, hier lang laufen, ihn da oben parken, dann Namet Atul hoch, Eisball schnappen, hier in diesen Eisraum reinlaufen, dann den Eisball
durch dieses Loch nach oben schieben, der hat immer noch diese Feuerrune an sich dran kleben und wird immer kleiner, dann mit dem Eisball am Telekinesefinger hier diese Schiene langlaufen. Das ist alles gerade eine Trockenübung, die ich hier mache. Oben ist dann dieser Eisball. Und wenn man schnell genug war mit all dem, was ich gerade beschrieben habe, dann schafft man es, dass man die Feuerrune bis zu diesem großen Feuerschalter dahin bringt. Der hat eine relativ große Hitbox, aber es ist trotzdem knapp. Und dann lässt man die Rune explodieren und der Würfel wird freigesetzt. Und ich habe ja vorhin schon gesagt, man kann hier auch einfach dreckig hier durchteleportieren und da oben direkt das Ding, also die Rune setzen und dann hat man den Würfel von Anfang an. Aber das macht ja keinen Spaß. Das ist ja irgendwie, naja gut, cheaten ist es nicht, es ist ein Exploit. Ich verstehe auch nicht, warum man mit einem Patch diese Decke hier nicht zugemacht hat. Das ist mir irgendwie unklar. Okay, das war jetzt die Trockenübung, weil ich nicht weiß, wie es jetzt ist. Früher, als ich das Spiel gespielt habe, war es so, dass man sich genau ein einziges Mal einen Eisball machen konnte. Und wenn man nicht schnell genug war und der einem vorher getaut ist, dann musste man laden. Was eigentlich Quatsch ist, weil warum soll ich mir nicht noch einen zweiten Eisball machen können? Ich weiß aber nicht, wie es jetzt gerade ist. Deswegen werde ich jetzt nochmal gerade speichern. Und da bin ich wieder. Ich war auf dem Speicherpunkt. Jetzt geht's ums Ganze. Tjal-Uda. Atulagni. Obey Kenu. Obey Kenu. Namet Ekto. Ekto Namet. Ekto Namet. Ah, ich bin viel zu langsam. Bleib doch nicht überall hängen. Obey Kenu. Es ist ein ganz fürchterlicher Versuch, den ich hier gerade vollführe. Obey Kenu. Namet Ekto. Opun Obey. Namet Atul. Namet Atul. Obey Kenu. Ekto Namet. Ekto Namet. Jetzt komm her. Komm doch her. Im Eisraum taut er nicht wirklich langsamer, das ist das Problem. Namet Ekto. So, und jetzt hier irgendwie. Ist er noch da? Ja. Ich hoffe, er ist noch da. Ich hoffe, er ist noch da. Ich sehe ihn gerade nicht so wirklich. Er ist noch da. Opun Obey. Ach, das ging ganz gut. Also da ist noch genug Eisball da. Das wurde wohl ein bisschen verlangsamt, weil ich war jetzt nicht wirklich gut am Anfang. Da habe ich mich total verhaspelt. Aber man kann da relativ bequem diese Feuerrune dahin bringen. Und dann... Wie heißt das? Jetzt habe ich es vergessen. Udanotem. Nein. Udanotem. Bumm. Da ist... Ach, der brennt da oben. Das ist völliger Quatsch. Da ist der Würfel. Obey Kenu. Obey Kenu. Obey Kenu. Geht doch. Muss man alles dreimal sagen, liebes Spiel? Denn das ist ein blaues... ein blauer Würfel. Den packe ich hier mal gerade hin. Opun Obey. Wichtig ist, dass er über diesem blauen Dingsabumster ist, also über diesem blauen Mechanismus. Obey Kenu. Opun Obey. Namet Atul. Mal checken. Der ist jetzt da oben drüber, würde ich sagen. Okay. Und jetzt geht's weiter da hinten. Nee, ich speichere nochmal gerade. Und weiter geht's. Hier hinten ist ja diese Klappe aufgegangen, dieses Gatter. Und da ist ein Fahrstuhl. Tjal-Uda.
Mit dem kommt man hier rauf, wie Fahrstühle das so an sich haben. Vorsicht, der verschwindet wieder. Und dann sieht man hier oben auf der Säule auch so eine Feuerrune. Wenn man die Feuerrune aktiviert, dann werden diese Schlitten hier von der Kette gelassen und rauschen in großer Geschwindigkeit nach links und nach rechts. Die da hinten machen das genauso. Und die Tür da geradeaus, die geht auch auf und zu. Und ich glaube, man soll sich auf so einen Schlitten dann begeben und irgendwie in der richtigen Sekunde von einem Schlitten auf den gegenüberliegenden Schlitten teleportieren, was ziemlich schwierig ist. Und dann mit Einfrieren der Tür durch die Tür kommen, um dann dahinter weiterzumachen. Das ist wahrscheinlich der Sinn des Ganzen gewesen. Aber ich glaube, es geht auch einfacher. Ich mache das mal an, damit ihr seht, was ich gerade beschrieben habe. Aber ich werde das, was ich jetzt gerade erzählt habe, nicht machen. Ich mache das anders. Und ein Tipp noch. Man sollte, wobei das geht, glaube ich, gar nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Man sollte auf keinen Fall hier diese Rune aktivieren und dann draußen erst den Charzed bekämpfen. Ich weiß nicht, ob das von der Reihenfolge her überhaupt geht. Wenn es geht, ist es eine blöde Idee, weil das hier ein fürchterliches Getöse veranstaltet. Und im Nachbarraum, da muss man ja hören, was der Charzed gerade für einen Spruch spricht. Und das wird dann ein bisschen schwierig. Aber ich zeig's einfach mal. Atulagni. Udanotem. Ja, es wird laut und ich habe keine Lust, hier auf so einen Schlitten zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Ich habe eine andere Variante. Dazu muss man hier aber erstmal Tjal-Uda. Namet Atul. Den Fahrstuhl wieder benutzen. Und dann hier raus. Und dann den Würfel über diesen blauen Punkt stellen und den Würfel ein bisschen weiter nach oben schieben. Obey Kenu. Obey Kenu. Opun Obey. Namet Atul. Namet Atul. Und dann hier käme man eigentlich irgendwie durch. Tjal-Uda. Ist Ruhe. Ich weiß nicht, ob man über diese Schlitten überhaupt rüberkommt. Vielleicht ist das auch so eine Scheinlösung. Vielleicht geht das auch nur so, wie ich es gerade gemacht habe. Und über diese Schlitten zu teleportieren wäre tödlich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es nicht probiert, weil mir das so blöd war. Und mit diesem Würfel kommt man hier ja relativ komfortabel hoch. Und jetzt habe ich hoffentlich, also da ist ein Wort der Herrschaft, jetzt habe ich hoffentlich den Würfel so gut geparkt, dass er über diesem blauen Mechanismus unten steht. Ich hoffe, das ist so. Tjal-Uda. Jetzt kommt hier violettes Licht. Der Würfel macht das Licht blau. Aktiviert dadurch den Mechanismus und da unten, da geht die Tür auf. Namet Atul. Namet Atul. Und hier gehe ich dann durch. Der ganze Rätselraum war nur dazu da, dass man hier diese Tür aufmacht und sich blenden lässt. Und hier ist dann vielleicht der nächste Aufzug. Namet Atul. Ja. Oh, ist ja schnell. Und das hier sieht auch wieder sehr ähnlich aus den Gängen, die ich ganz am Anfang hatte, als ich zu dem Rätselraum hingegangen bin. Und hier ist in der Tat der nächste Speicherpunkt. Und weil das Video jetzt schon wieder so lange ist, sage ich Tschüss und weiter mit dem Räumchen da hinten geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.